Besuch von Sängerin Maite Kelly. Die sagt, wer sich heutzutage ständig mit seinem Körper beschäftigt, hat ein massives Luxusproblem. Herzlich willkommen. Wir freuen uns über den Besuch. Sie hat diverseste Diäten selber ausprobiert. Ist Ihnen regelmäßig kalt oder warm? Mir ist eigentlich andauernd kalt. Vor allem seitdem ich meine zwei Kinder bekommen habe, habe ich das Gefühl, mein Stoffwechsel ist noch weniger aktiv als früher. Mhm. Und mir ist, also mein armer Mann, den ist richtig Brot und heiß und ich sitze da und friere. Der ist natürlich super schlank und ich bin natürlich dick. In welchen Zeiten haben Sie sich am wohlsten gefühlt, als Sie etwas weniger oder etwas mehr hatten? Also ich muss sagen, dass natürlich fühle ich mich jetzt auf eine körperliche Weise fitter, mhm, als nach den Schwangerschaften meiner Kinder. Aber ich weiß noch, wo ich 16 war, das war so meine schlankste Zeit, da war ich, glaube ich, noch 8 Kilo weniger als jetzt. Da war ich totunglücklich innen drinne, weil ich leer war. Ich war wirklich leer. Und da kreisten sich auch diese ganzen Gedanken den ganzen Tag um das Essen, nicht essen, bloß nichts essen, essen. Und das war wirklich, ehrlich gesagt, da möchte ich auch nie wieder hin. Aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Sie sind darüber sogar schwer krank geworden. Ja, also ich würde sagen... Sie haben irgendwo in einem Interview mal gesagt, Sie waren sogar bulimisch. Nee. Ich habe gesagt, ich habe eine Essstörung gehabt. Eine Essstörung? Bulimie ist halt den Finger in der Essbrechstörung. Mhm. Das habe ich nie gehabt. Das hat nie bei mir geklappt. Ich habe es mal versucht, aber es hat nicht geklappt. Aber es war ein wichtiges Thema in Ihrem Leben. Das war ein Thema, der mich dazu geführt hat, nach mir zu suchen. Mhm. Und ich denke, dass den Statement mit diesem Luxusproblem ist, dass wir... Mhm. Ich glaube, es ist eine Sache von Balance. Ich bin einerseits nicht ganz d'accord. Balance, psychische Balance. Beides. Mhm. Körperlich, ich meine, ich glaube, wir neigen dazu, unser Körper und unsere Seele zu trennen. Und ich habe gemerkt, umso mehr ich das trenne, umso unglücklicher bin ich. Und ich lebe nicht im Heute, sondern ich lebe im Morgen oder im Gestern. Mhm. Und ich glaube, ich kann nicht ganz d'accord sein mit Ihnen. Ich kann aber nicht ganz d'accord sein mit Ihnen, weil es gibt halt Menschen, da das andere Foto, sie waren trotzdem immer sehr muskulös. Sie haben trotzdem noch die Gene der Fitness-Man, ja. Also ich mache unheimlich viel Sport. Ich mache auch um die 10 Stunden Sport, was ich auf der Bühne mache bei Hairspray. Das ist Hochleistungssport. So, Sie sind gerade in einem Musical sehr erfolgreich unterwegs, ja, in Köln. Meine Vermutung, warum Sie im Augenblick so Ihr Wohlfühlgewicht erreicht haben. Ja, nur ich aber abgesehen davon, wer hat Ihnen denn dieses Diktat sozusagen verpasst, also schlank sein zu müssen, so aussehen zu müssen, wie es ja, viele dieser Zeitschriften hier, die wir hier liegen haben, versprechen. 16, 17 Jahre alt, als junges Mädchen, möchte man natürlich, dass ein ganz toller Junge sich in dich verliebt. Und dann denkt man sich vielleicht, wenn ich schlanker bin, dann wird mich ein Mann auch lieben. Und dann macht man sich halt auf diese verschiedensten Wege. Ja, gibt's die absurdesten Dinge her. Also ja, mit der Hormonformel, 60 Pfund leichter. Sandra 42, jetzt passt mir endlich Größe 36. Ja. Das ist doch krank, wenn Sandra 42 sagt, ich brauche Größe 36. Oder hier, diese ganzen Listen, die Calcium-Diät. Das meine ich jedes neue Jahr. Man merkt, jeder macht es mit Kräuterdiät. Ja. So, und so wollen wir doch eigentlich alle aussehen, oder? Genau so, noch besser eigentlich so, wie der Herr hier rechts. Herr Pollmer, das wäre doch... Ja, ich denke, das ist... habe ich auch eine Erfahrung gemacht mit... in Afrika habe ich eine Banane gegessen, die war so klein. Und da bin ich mit meinem Mann wandern gegangen und ich war über 5 Stunden satt. Mhm. Und da merkt man schon, dass wir auch ein anderes Problem haben in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir haben eine... Abgesehen davon, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, wo auch wirklich der Druck, das Aussehen wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist, haben wir auch, ich meine, wenn man in den Supermarkt geht, das besteht doch alles nur aus Wasser und Zucker oder Hormone, was weiß ich was. Und Bio kann sich nicht jeder leisten. Also ich kann es mir leisten. Aber es gibt Familien, da frage ich mich, wie überleben die heutzutage? Und da ist so ein Apfel für die zu teuer. Und die essen dann diese... Darüber haben wir hier auch schon Sendungen gemacht, dass man sich auch für vergleichsweise... Das kann man nicht vergleichen, aber wo ich sage, ja, ist unglaublich, also, dass ich... Bio ist nicht teurer. Bio, ja. Aber Sie haben in Togo, in Afrika, eine interessante Erfahrung gemacht. Wenn ich mir Fast Food leisten kann, dann kann ich mir auch Bio leisten. Geht da hier so ein bisschen um die Frage, was ist denn unser Schönheitsideal? Maite hat in Afrika eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Ja. Ich kenne das auch aus anderen Kulturkreisen, beispielsweise im Hohen Norden oder so. Ja. Ja, dass Frauen, die etwas
molliger sind, fülliger sind. Ich traue mich ja schon, also das böse Wort dick nicht zu sagen. Also ich bin ein absolutes Sexsymbol in orientalischen... Malte ist in Togo ein Sexsymbol. So, Detlef, jetzt kommst du. Und ich wäre wahrscheinlich in Togo ein Hungerhaken, richtig, den keiner ja angucken würde. Richtig, ja. So ist das. Aber die Begrüßung, Sie sind aber schön fett geworden, war früher eine Begrüßung, die in China durchaus verbreitet war, weil das war einfach eine positive Aussage. Der Bonzen war dann... Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir eine jugendverliebte Gesellschaft sind, und diese jugendverliebten Gesellschaft ist der jugendliche Körper einer 18-Jährigen ist im Grunde gefragt, und da wollen die alle wieder hin, weil da eben das Begehren der Menschen hingeht. Und das ist eine Jugendverliebtheit, das ist ein zurückorientiert sein, und das ist auch ein bisschen die Angst vor dem Tod, die damit hineinspielt. Ich bin wieder etwas jünger geworden, weil ich leichter geworden bin. Das Körpergewicht aller Säugetiere, sei Ihnen gesagt als Ernährungswissenschaftler, nimmt im Laufe des Lebens zu, der Fettanteil nimmt zu, und das ist nicht, weil sie alle Fastfood fressen, sondern deshalb, weil das eine biologische Gesetzmäßigkeit ist. Und danach geht es wieder runter. Aber ich kann auch dagegen steuern. Also ich bin ein Kandidat für 150 Kilo. Ja. Wenn ich nicht, also viele, die sehen mich und denken, das ist eine faule, undisziplinierte, faule Frau. Und die hat überhaupt keine Ahnung über Ernährung und über das Leben überhaupt. Und wenn ich nach meinen Genen gehen würde, dann wäre ich so. Da bin ich so. Ich war ja öfters größer, als ich 14 war, war ich 20 Kilo mehr als jetzt. Und wenn ich nicht, und auch nach den Schwangerschaften, das war für mich auch keine Ausrede. Oh, ich bin schwanger, jetzt bin ich dick, jetzt bin ich alt, jetzt kann ich noch fetter werden. Ich habe immer dagegen gekämpft, weil ich habe einen freien Willen. Und mein freier Wille ist intelligent. Ich habe eine Intelligenz, ja. Mit meiner Intelligenz kann ich vielleicht mit Ärzten, vielleicht werde ich nie die dünne Frau sein, aber ich kann wenigstens gucken, dass ich keine 150 Kilo wege, weil das ist ein fettes Problem. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das, was mich so